Freunde, kurz mal Film, Boss, kurz mal meine Freunde. Ani muss berichten in diesem Podcast über Horror-Telefonat mit Flizzy und meint, wo er ihn die ganze Zeit beleidigt hat. Verdammt nochmal, Animus, hä? Ich glaube, das Problem zwischen dir und Flizzy und zwischen anderen Künstlern war einfach, dass die Arbeitsmoral einfach anders war. Flizzy ist halt ein Hustle-Level, hasseln, rausbringen, viel Geld verdienen. Aber wenn ihr halt, keine Ahnung, ihr macht 3 Songs und dann wollt ihr gleich chillen, was ist der Sinn der Sache? Man ist doch keine Hustler mit Identität. Wenn man Hustler ist, dann hustelt man durch, Digga. Man macht ein Album nach dem anderen, keine Ahnung, was auf einen Schlag. Keiner macht sich 2 Monate, sperrst du dich ein, hast du 3 Alben. Und wenn die draußen sind, hustelst du weiter und weiter und weiter, bis du ein paar Mille auf dem Konto hast. Wenn ihr diese Hustle-Mentalität nicht habt, dann hört auf rumzuheulen. Wie gesagt, man kann Flizzy mögen oder hassen, aber die Mentalität ist da, Mann, die Mentalität ist da. Er hat dieses Hustler-Mindset. Das braucht ihr auch und dann bekommt ihr auch alles, was ihr wollt. Aber gleich auf die faule Haut legen nach einem Song? Nee, ist nicht, Leute. Natürlich kracht man dann aneinander, wenn man nicht das gleiche Mindset hat. Okay, meine Freunde, das war's wieder von mir. Boss. Abonniert gleich nicht, vergesst meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.